Ja, das war der Trailer für unsere Japan-Modemarke Nippon Clothing und für die neue Kollektion jetzt am Freitag, wenn ihr das Video guckt, am 6. Oktober um 18 Uhr deutsche Zeit online kommt. Seid schnell auf jeden Fall, die Sachen sind limitiert, zum Beispiel der Hoodie. Die ersten 50 Bestellungen, da bekommt ihr den Schlüsselanhänger hier kostenlos dazu. Den gibt es nur 50 Mal, nur die ersten 50 Bestellungen. Ansonsten viel Spaß mit den Sachen, vielen Dank für den Support. Also 6. Oktober, 18 Uhr, nicht verpassen. Erster Link in der Videobeschreibung. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Deutsche in Japan. Ein Format, in dem ich zeige, wie deutsche Auswanderer in Japan leben. Ja, es ist gerade 6 Uhr morgens hier an einem Mittwoch in Tokio und ich bin verabredet mit einem deutschen Bäckermeister, der hier seine eigene Bäckerei in Tokio hat. Ich hoffe, ihr habt interessante Einblicke. Das hier ist ein Tag im Leben eines deutschen Bäckers in Japan. Mein Name ist Frank Sinderberg. Von Beruf bin ich Bäcker, qualifiziert zum Handwerksmeister. Und in Japan bin ich jetzt 23,5 Jahre. Was steht heute auf dem Plan? Wann beginnt dein Tag so? Heute 3.30 Uhr. Ist das immer so? Ja, plus minus halbe Stunde. Das liegt daran, weil du schon vorbereiten musst, die ganzen Sachen, oder? Nee. Vorbereitung war ein Tag davor. Mhm. Vorbereitung ist Mehl abwiegen, Zutaten abwiegen. Das mache ich, weil das ist Zeit. Mhm. Und das mache ich einen Tag davor. Das ist, weil ich 90% meiner Backware bei Ladenöffnung im Laden haben möchte. Okay. Also einfach eine dumme Eigenheit. Ah, verstehe. Halb drei, klicke Wecker, trinke meinen Kaffee, rauche meine Zigarette, esse etwas und meinen Motor langsam anlaufen lassen. Und wie sieht es aus an freien Tagen? Da bist du zu Hause. Zu Hause in Kawagoe. Kawagoe. Nein. Ja, das ist dann, fahre Samstagabend so gegen 8 Uhr nach Hause, dann gehe ich schlafen und dann... Und dann morgens mit meiner Frau die Woche so ein bisschen beschwatzen, was bei ihr war, was bei mir war. Und dann habe ich schon wieder Kopfplan für kommende Woche, muss ich einkaufen gehen, weil ich dann wie zum Beispiel nur frisches Obst und frisches Gemüse für die Woche dann einkaufen gehen, meinen Hund verwöhnen. Ja. Ist es der hier? Nee, oder? Nee, vorne der Golden Retriever. Wie unterscheidet sich das hier von einer durchschnittlichen deutschen Bäckerei? Ja, dass Technik einfach ein bisschen kleiner ist. Und dann muss ich auch dazu sagen, ist ja bloß eine kleine Bäckerei. Und dann habe ich auch eine total eigene Philosophie. Ich möchte ein großes Sortiment haben, aber nicht Massen produzieren. Ja. Also mache ich Brot von jeder Sorte 2 bis maximal 3. Mein Sortiment ungefähr liegt bei 30 verschiedenen Broten, aber aus dem kommen die Kunden immer wieder. Es wird quasi nie langweilig. So, für den Kunden. Und auch für dich. Ja, da außerdem. Da gehört ja auch ein bisschen Bäckerstolz dazu. Ja? Es gibt den Spruch, Bäcker ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Wenn euch das Video bis dahin gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr keines der weiteren Videos mehr. Es sind noch weitere Videos mit Deutschen in Japan geplant. Wir machen weiter. Was unterscheidet einen durchschnittlichen Bäcker von einem guten? Das Herz. Denn genau wie beim Koch oder bei einer Hausfrau, wenn die mit Liebe und Überzeugung dabei ist, dann kann nur Gutes rauskommen. Aber um einfach nur einen Beruf zu haben, dann kann nichts Gutes dabei rauskommen. Also Leute, schön mit Liebe Sachen machen. Es gibt in Japan, wie bei dir, auch einige, also kleinere Bäcker. Du bist ja ein Beispiel davon. In Deutschland nehmen diese kleinen Bäcker eher ab. Sie verlieren an Bedeutung bzw. sind nicht mehr konkurrenzfähig. No.
Warum ist das so in Japan, dass du hier als kleiner Backwarenladen am Start bist? In Japan nehmen kleine Bäckereien auch ab. Du hast aber es leicht, wieder anzufangen, neu anzufangen. Man gibt so kleine Bäckereienläden, so ein-, zwei-Mann-Betrieb, im Prinzip den Laden 3 Jahre. Mhm. Und dann schließt er. Aber Japaner ziehen dann 2 Straßen weiter und machen den Laden, den gleichen Laden wieder auf. Ah. Also tun nur den Standort wechseln. Und deswegen bleiben viele kleine Läden. Erstens das. Und dann Deutsche. In Deutschland darf Lebensmittel nichts kosten. Oder sehr wenig kosten. Ja. Egal wie hoch die Qualität ist, oder Deutsche geben kein Geld für Essen aus. Mhm. Ist in Japan ganz, ganz anders. Ich meine, Japaner kaufen nicht alles. Du musst schon Qualität und es muss gut sein. Wie war es mit dem Kapital? Wie kam Erspartes, ja, Kredite? Natürlich. Ja, beides. Wo zum Beispiel meine Frau da gearbeitet hat, wie verrückt, kostet, was das hier alles kostet. Insgesamt waren es 10 Millionen umbauen und waren 10 Millionen Yen. Es ist jetzt mittlerweile 9:30, das heißt eine Stunde vor Ladenöffnung, bis die Kunden reinkommen. Jetzt wird der Laden eingerichtet von meiner Verkäuferin. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Ohayogozaimasu. Ohayogozaimasu. Desu. ここで何されてますか？フランクさんのちょっと補助的なお手伝いをしたり、あとは販売をしてます。はい。何曜日が一番お客さんが多いですか？土曜日です。ああ、土曜日。はい。はい、Es nimmt doch Gestalt an. Bald öffnet der Laden. Die Brotwaren sind sortiert. Schauen wir mal, wann die ersten Kunden kommen. Es riecht gut, es sieht gut aus. Der Tag kann jetzt erst richtig losgehen. Ich habe ein paar Fragen zu deinen Produkten. Wie unterscheiden sich diese Sachen zu einem Laden in Deutschland? Wenn du es in Deutschland machen würdest, was würdest du anders machen? Im Prinzip sind das alles meine eigenen Rezepte, die ich nicht genehmigen lassen muss, wie in Deutschland oder so, was da von Standard gibt, sondern ich mache das, wie es mir persönlich am besten schmeckt. Wo würdest du sagen trotzdem, dass du dich angepasst hast an die japanischen Kunden und Kundinnen? Ja, zum Beispiel an Sauerteiganteil. Mhm. Also so sauer, wie das so üblich in Deutschland ist, mach ich nicht. Größe? Ja, ne, das auf jeden Fall jetzt hier. Normalerweise hast du ja in Deutschland von 500 bis 1 Kilo normales Brot. Umso größer das Brot, umso besser ist ja der Geschmack wegen der Kruste. Die Krustenbildung macht ja beim Brot den Geschmack. Aber das so Größe kaufen Japaner nicht. Ein Kilo Brot kaufen Japaner nicht. Was konntest du von den Japanern lernen? Also im Bereich Backwaren. Die Füllung von Brötchen. Die Füllung von Brötchen. Ja, das so, wie sie macht. Also die Fingerfertigkeit von den Japanern, die ist schon. Die Liebe fürs Detail auch. Ja. Check und dann many men, dann information. ここにパンを買う理由は何ですか？やっぱりね、美味しい。はい。うん、多分日本で売ってる普通のドイツパン、はい、たくさんありますけど、生地が違うのかな。あ、はいはい。味は抜群です。ちょっと高いけどね。はい、どうもありがとうございます。どういたしまして。どんなきっかけで来ましたか？初めて。はい。この近くの病院に通ってるんですけど、その時にこのパン屋さんの看板を見かけて、で、
なんかドイツパンって珍しいなと思ってウィンドウの中を覗いたらすごく美味しそうなパンが並んでたので、うん、あ、はい、あの買いたいなと思って入ってみました。あ、なるほど、はい、75 40 40。 Wie ist es so mit den Kunden? Wie würdest du dein Japanisch beschreiben? Kommst du gut klar? Ich habe keine Probleme. Ich meine, es ist einfach ein Mix zwischen Deutsch, Englisch und Japanisch. Aber irgendwie geht es dann. Das funktioniert. Ja, es ist jetzt Mittagszeit. Es ist ordentlich Betrieb. Die Leute kommen rein. Und ja, Frank ist parallel in der Backstube weiter am Arbeiten, bedient auch die Kunden. Die Verkäuferin ist auch da, die auch die Kunden bedient. Es ist eine entspannte Atmosphäre. Es hat sowas Familiäres, ne, in dem Laden viele Stammkunden, die ja auch herkommen. Manche auch, die Deutschlandbezug haben. Sehr interessant auf jeden Fall. Doch wie kommt eigentlich ein deutscher Bäcker nach Japan? Nach Japan hat mich Jasko gelockt. Supermarktkette. Vor 23 Jahren hat in Tomida, das ist bei Nagoya, Jasko angefangen. Also der erste Supermarkt war da. Und um sich da so ein bisschen abzusondern von den anderen, Supermärkten, haben die deutsche Bäckermeister gesucht. Ich habe das gelesen in der Fach. Ich meine, zu der Zeit hatte ich auch gerade keine Arbeit in Deutschland gehabt, weil ich persönlich auch so ein bisschen Krise hatte. Ich hatte in Deutschland auch schon eine kleine Bäckerei gehabt und durch die Einheit musste ich den Laden zumachen, Bäckerei, weil ich einfach das nicht hinbekommen habe, diese Umstellung von DDR-Mark zu D-Mark, weil es eine viel Scheiße war. Und ich einfach auch mental am Boden war. So, da habe ich in der Fachzeitschrift, also Bäcker und Konditor hieß die Zeitung, suchen Bäckermeister für Japan. Ja, ich kann kein Englisch, kann kein Japanisch. Okay, Risiko. YOLO. Risiko. Jedenfalls habe ich da hier hingeschrieben und nach 4 Wochen kam der Chef von Jasko zu mir nach Hause. Mit seiner Tochter, die Deutsch konnte. Und dort haben wir uns 3-4 Stunden unterhalten, fachlich wie privat und so. Und beim Auf Wiedersehen dann sagte er zu mir, Sie sind mein Mann, wir fliegen morgen. Ich, hä? Ich hatte keinen Pass. Jedenfalls eine Woche später bin ich dann geflogen. Und dann haben wir da gebacken. In kurzer Zeit so expandiert. Nagoya, überall, also halb Japan, neue Supermärkte. Und überall, wo die neuen Laden eröffnet haben, bin ich hin. Manchmal einfach Aktion ergreifen, Risiko gehen, einfach mal machen und es kann euer Leben verändern. So, es ist mittlerweile abends geworden. Wir haben auch mittlerweile 18.15 Uhr. Das heißt, Frank, was machst du jetzt? Jetzt wird aufgeräumt und sortiert, was ich noch verkaufen kann und was ich nicht mehr verkaufen kann. Mhm. Wie war der Tag heute? Bist du zufrieden? Das weiß ich noch nicht. Ich muss erst mal Kasse zählen. Vom Gefühl her? War ein normaler Donnerstag. Okay. 23 Jahre Japan. Wie geht's dir? Bist du hier glücklich? Ich bin hier glücklich. Was gefällt dir an Japan? Ich bin hier absolut glücklich. Mhm. Ich habe hier alles. Meine beruflichen Vorsätze oder alles verwirklichen. Mir und meiner Frau alles erfüllt, was ich mir jemals erträumt habe. Mhm. Ich habe im Prinzip alles. Meine Frau und ich, wir haben ein kleines Häuschen. Mhm. 52 Quadratmeter groß, abbezahlt. Was will ich mehr? Ab und zu Thüringer Wald, Thüringen? Ja, das Einzige. Sehnsucht, das Einzige, ja, das ist mit der Wurst. Wurst,
können Japaner nicht machen. Das ist wirklich das Einzige, was ich total vermisse. Die Thüringer Wurst. Ja, Thüringer Bratwurst zum Beispiel. Oder so eine anständige Leberwurst oder eine anständige Rotwurst. Na, warum gefällt dir Japan? Ganz einfach gefragt. Ja, erstens, wie gesagt, ich habe alles verwirklichen können, was ich mir vorgenommen habe. Und dann sind einfach diese Menschen, diese japanischen Menschen, super liebe, gute Menschen. Gegenseitig helfen und nicht so eine Ellenbogengesellschaft. Als Gemeinschaft. Als Gemeinschaft. Wie würdest du dich selber identifizieren? Sagst du, du bist Deutscher oder du bist hier in Japan integriert? Auch ein bisschen als Japaner. Als Deutscher sehe ich mich nicht mehr so, weil ich habe keine Verbindung mehr. Seit ein Deutschland wurde, ist im Prinzip die Verbindung für mich nach Deutschland gebrochen. Weil ich konnte mich einfach nicht identifizieren mit Einheit Deutschland. Einfach, weil ich sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Was sind deine Pläne für die Zukunft jetzt aber? Sowohl privat als auch für die Bäckerei. Was sind da deine Ziele? Ja, ich bin jetzt so 63. Also mindestens 4 Jahre will ich hier die Bäckerei noch machen. Und hoffe, dass ich innerhalb von diesen 4 Jahren Nachfolger finde. Und das ist mir egal, ob das ein Japaner ist oder ob das ein Deutscher ist, der aber so denkt wie ich. Die gleiche Vision. Ja, hat und den Beruf einfach liebt. Man kann als Bäcker nicht reich werden. Durch gute Arbeit und viel Arbeit sich ein schönes Leben machen. Wenn ihr Nachfolger sein wollt, kommt gerne mal vorbei. Aber gute Leute, ne? Motivierte Leute. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr die Bäckerei übernehmen. Wer weiß. In 4 Jahren geht meine Frau und ich gehen in Rente. Vorgenommen haben wir uns, mal ein Jahr durch die Welt zu tingeln. Ich meine, du hast das ja alles durchlebt hier in Japan. Selbstständigkeit, Auswandern. Alle Herausforderungen, alle Probleme, Erfolge. Was würdest du jemandem raten, der auch aus Deutschland ist, den Traum hat, in Japan zu leben und sich selbstständig zu machen? Das muss gar nicht sein als Bäcker, aber vielleicht allgemein, der sich hier was aufbauen möchte. Mutig sein. Einfach mutig sein und sich trauen. Und überzeugt sein von seinem Können und Wissen. Dann hast du in Japan jede Chance. So. Das war's hier aus dem Leben von Frank Winterberg. Vielen Dank auf jeden Fall. Kein Problem. War super interessant. Ich hoffe, es hat euch auch inspiriert. Schreibt gerne einen Kommentar. Kommt gerne vorbei. Lasst gerne Support da. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Macht's gut und Peace. Tschüss.